Hallo und herzlich willkommen wieder einmal zu den Map News. Mein Name ist Jocke und ich zeige euch, welche Karten das über das Wochenende rausgekommen sind, beziehungsweise welche Updates es gegeben hat. Natürlich sind die Downloadlinks und die Timestamps in der Beschreibung verlinkt. So, die erste Karte ist die Vilmossa Farm. Wenn ihr die starten wollt, mu müsst ihr die Wolabodnoska suchen. Es sind auch zwei Karten hier drinnen, einmal eine große und dann eine kleine, die ja, die kleine werde ich mir dann noch kurz anschauen. Es sollte vier Farmen geben. Da haben wir mal eins, zwei, drei, vier. Bei einem Hof sind die ganzen Stadtfahrzeuge. Und ich glaube, die Karte kenne ich aber auch schon. Nämlich, wie der Name schon sagt, die Wolabudnoska. Sie schaut nämlich wirklich so ähnlich aus. So, beziehungsweise so, wie ich mich erinnern kann. Und ja. Das ist etwas blöd, würde ich mal sagen. Aber gut. Ja, mehr gibt's sowieso nicht zu sagen. Die Karte kommt von Seemann345 von Giselle. Und einmal noch kurz durchschauen. Die zweite schauen wir uns dann natürlich auch gleich an. Und die Karte natürlich. Zum Fall, dass ich das Ganze noch nicht gesagt habe, die Karte muss man nicht packen. Den Downlink, ja, verkaufen kann man auch nicht alles. Also, da ist auf jeden Fall noch sehr, sehr viel Arbeit. Aber ich würde aber sagen, man sollte sich ja nicht mit anderen Federn schmücken, sagen wir es mal so. So, die Neftgeo ist die zweite Karte davon und die ist wirklich sehr klein. Ich glaube fast, da hat sich jemand Spaß erlaubt dabei. Und ja, so, Tiere haben wir nichts, keine Stahlfahrzeuge, keine Verkaufsstellen. Ja, der passt wenigstens. Ja, naja. Ehrlich gesagt lassen wir das. Aber die Karte an und für sich schaut ja in Ordnung aus. Ja, wie man halt möchte, aber ich glaube, die erste war einfach nur dazu da, um mehr Megabyte zu generieren. Und die zweite, weiß ich nicht. Schaut aber schon so aus, als wäre sie neu gemacht, aber. Na, ich finde es etwas blöd. Auf jeden Fall passen die Beschreibungen nicht zusammen. Aber nichtsdestotrotz geht es weiter. So, weiter geht's mit der Neffe Klopp. So, von Chris. Version 1. Und leider gibt es heute das. Sage ich schon mal, keine Karte für die Konsolen. So, Produktion haben wir nicht. Es sollten, glaube ich, insgesamt zwei Bauernhöfe sein. Ein Kuhhof, einen Kuhstall haben wir da, Schafweide und Hühnerweide. Dann gibt es insgesamt 21 Felder. Stabfahrzeuge haben wir auch. Verkaufsstellen gibt es, soweit ich sehe, auch. Na, Schokolade kann man einkaufen, aber nicht verkaufen, anscheinend. Naja, finde ich schade. Da passt auch alles soweit. Die Stadtgebiete oder die Gebiete zum Kaufen passen soweit auch. So, ja, da ist, ich stehe im Weg. Entschuldigung. So, es gibt auch Produktionen. Nämlich 12 an der Zahl auf der ganzen Karte.
So, und die Steinfahrzeuge sind auch etwas verteilt, so wie ich das hier sehe. Weil, ja. Weil hier ist ein Hof anscheinend. Beziehungsweise kann man auch alles extra dazu kaufen. Also, damit die Schafweide zum dazu kaufen. Also, schlecht gemacht ist sie auf gar keinen Fall. Da ist ein großer Kuhstall, das sind Produktionen auch da. Das haben wir schon mit. Ich glaube, das sollte hoffentlich Gras sein. Oder. Nö, Wald. Ist auch immer noch. So, das wäre mal der erste Hof. Ja, da kann man noch was dazu bauen. Und hier oben wäre der zweite Hof, der vom Farmhaus aus. Anschauen. Ja, klein, aber. Ich würde nur sagen, erweiterbar. Fahrzeuge fahren auch schön hin und her. Ja, sieht man, da kann man das Ganze noch dazu kaufen, damit man sich den Hof erweitern kann. Das Einzige, was bei der Hoferweiterung nur stören wird, wären die Fahrzeuge, aber die kann man ja Gott sei Dank ausschalten. So, für unsere Frostliebe habe ich es auch gesorgt auf der Karte. Sie ist nicht eben. Das sind sogar diverse Gräben vorhanden oder kleine Hügelchen. So, Biogasanlage haben wir auch. Und ich muss ehrlich sagen, schaut gut aus. Also, mir persönlich gefällt diese Karte. Sie schaut wirklich schön aus. Da haben wir noch eine Ruine. Also, ja, da kann man auf jeden Fall viel oder sehr viel Spaß dabei haben, die Karte zu bewirtschaften bzw. alles zu kaufen. Noch etwas am Rande, die Karte wurde schon im LS13 erstellt und jetzt konvertiert. Ich freue mich darüber, weil sie schaut wirklich schön aus, finde ich. Natürlich. Natürlich hat jeder seine eigene Meinung dazu. Weiter geht's auf der Pennsylvania von Verni SCS. So, diese Karte ist im Prinzip die Frühling. Die Karte namens Frühling. Und wurde nur etwas umgeändert. Und die Frage stellt sich, wieso Pennsylvania? Naja, in Pennsylvania leben ja Amische. Und deswegen Pennsylvania, weil es schöne Amish-Farmen dort gibt. So, ich glaube, zur Frühling brauche ich sonst eigentlich nichts zu sagen, beziehungsweise Pennsylvania, die, ja, es wurde halt etwas herumgeändert, aber im Großen und Ganzen gibt es keine größeren Änderungen. So, John Deere und alles haben wir auch da und man benötigt auch ein Farm Building Pack. Das gibt es natürlich bei Forbidden Woods unter dem roten Begriff wichtig zum Downloaden. Sonst, ja, sieht das einfach nur sehr unschön aus. Sagen wir es mal so. Gut, dann geht's mal weiter. Weiter geht's mit der Master Farm Productions Version 1.0.0.1 und sie kommt von, wenn man nichts alles geirrt, Jazz 64 und Lone Star Book und Papa Smurf. So, die Master Farm habe ich schon einmal gezeigt. Es ist auch was dabei für unsere Forstliebhaber. Und es gibt ja viele Felder und auch viele spezifische Produktionen, nämlich zum Beispiel Obstgärten. Natürlich gibt es noch in puncto Kalk und Kompost, kann man auch verwenden zum Düngen aus den Feldern bzw. auch Gips. Und ja, im Großen und Ganzen, ja, gibt's sonst nichts Neues bei der Master Farm. Also, dass sie, ja, wirklich schön ausschaut.
Und damit, mit diesen schönen Bildern, gehen wir zur nächsten Karte. Weiter geht's mit der Chainsaw Valley oder Kettensägen Tal Version 1.0.0.1. So, die Karte ist für ja, unsere Forstfreunde und auch ja, Felder, also die normale Landwirtschaft. Wobei aber die normale Landwirtschaft etwas eingeschränkt ist. Aber die ganze Karte schaut richtig interessant aus. So, was wurde geändert bei den 23 Feldern? Nämlich folgendes: Es gibt beim Tierhändler einen neuen Verkaufspunkt. Unter anderem ist leider auch ein neuer Spielstand notwendig bei dem Ganzen. Dann Sammelbenachrichtigungen für Kettensägen wurde aktualisiert. Also das heißt, die Kettensägen sind die Dinge, die man hier einsammeln kann. Und alle Sammelstücke wurden natürlich auch aktualisiert. Dann schwebende Bäume beim Feuerhaus wurden behoben bzw. entfernt oder dergleichen. Da haben wir zum Beispiel das Sägewerk. Dann weiter wurden lästige Bäume vom Feld 14 entfernt. Gut, das war's dann wieder mal mit dieser Karte. Eine Karte haben wir noch und dann gehen wir. Ja, und dann war's das, sagen wir es mal so. Die Swedish Landscape gibt es jetzt auch in einer neuen Version, aber nicht vom Urmoder. Die neue Version ist die Version 1.6.1, aber von Gniltag, Julian und Noobfracts. Noobfracts ist der Umoder. Sie haben versucht, mit denen in Kontakt zu treten wegen den Verbesserungen, aber leider kam keine Rückmeldung. Deswegen haben sie die Karte hochgeladen. Finde ich auch in Ordnung, vor allem wenn sie das versucht haben. Sollte der Umoder was dagegen haben, ja, kann man leider nichts sonstiges tun. Aber sie haben wenigstens die Karte etwas verbessert. So, und sollte er was dagegen haben, wenn sie diese Karte verbessert haben, finde ich es sehr schade, sagen wir es mal so. So, es wurde so einiges gemacht. Die Datei wurde verkleinert. Die Version 1 wurde beibehalten, dann bei Feld 54 gab es Probleme und solltest du diese Karte schon gespielt haben, dann brauchst du auf jeden Fall ein neues Savegame, damit das alles funktioniert bzw. die ganzen Updates Früchte tragen. So, dann was gibt's noch? Eine Leistungsverbesserung sollte es geben. Na ja, gut, wenn über 200 MB gelöscht werden, kann ich mir das schon sehr gut vorstellen. So, unsichtbare Kollisionsobjekte gab es auch, nämlich zwei Gabelstapler. Die wurden natürlich auch entfernt. Die waren am Osten der Karte, bei dem ehemaligen Molkereigelände. Und es gibt noch zwei Warnings, aber Warnings vor allem in puncto Straßentextur, aber die machen das. Das ist kein großes Problem dabei. Und sie werden natürlich wahrscheinlich die Karte noch weiter verbessern. Also könnt ihr euch ruhig mit ihnen in Verbindung setzen. Ich fliege mal schnell das Ganze ab, damit dass man einen besseren Eindruck von der ganzen Karte hat. Und mit diesen Bildern werde ich mich jetzt auch von euch verabschieden.
Und ich bedanke mich natürlich recht herzlich fürs Zuschauen und fürs Dabeisein. Wir sehen uns wie üblich in 2 Tagen wieder. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.